Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Sons of the Forest. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, auch wenn mich sehr freuen auf meine Achse sein Schmetterling. Und darum Text ist auch wieder dabei. Sofern ihr das entscheiden solltet. So, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ich habe es einfach mal alles durchgemacht, mein ganzes Programm. Der Schmetterling geht nicht mehr weg von meiner Achsspitze. Der mag es hier bei mir. Boah, jetzt ist er weg. Wegen dem Schrei. Toll, hast den Schmetterling weggemacht. Ach, ich bin so langsam, ich merkte. Ich hab die ganze Zeit den Anzug an. Die Flossen. Damit kannst du nicht so schnell laufen. Nee, den Anzug habe ich an die ganze Zeit. Ich glaube sonst. Ich kann gerne das andere mal anziehen, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich komme aus meinem Inventar nicht mehr raus. Ah, jetzt. Da habe ich keine Flossen mehr an. Ja. Ja gut, externe USB-Geräte, das ist halt immer, oder also USB-Hubs, meinst du vermutlich? Oder was? Ja. USB-Hubs, die laufen immer mit dem, das ist nicht, du hast nicht dadurch mehr USB in Wirklichkeit. Du hast immer noch die gleiche Bandbreite deines USB-Controllers. Hallo! Ration. Und weiter geht's. Einfach kurz rein, Dinger plündern, weiter geht's. So macht man das nämlich. Was ist denn das hier für ein Spalt? Hab ich auch gerade gedacht. Will ich nicht runterspringen, ganz ehrlich, das sieht irgendwie tief aus. So, ich glaube, das hier vorne ist ein Bunker, den wir aufbuddeln können dann. Hoffe ich mal. Also die blinkenden Punkte waren bisher immer Bunker, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch kein Bunker, vielleicht ist es einfach nur ein Missionsziel. Aber bisher waren die blinkenden Punkte immer ein Bunker. Oder das Grab. Ne, das Grab ist das Ausrufezeichen-Ding. Ach stimmt. Ja, da müssen wir auch noch hin. Das stimmt schon. Ich glaube, bei dem Bunker waren wir schon, das ist der 3D-Drucker-Bunker, glaube ich. Ja, ja, hier habe ich meine Basis gebaut, das war der 3D-Drucker, glaube ich. Können wir mal ganz kurz sicher gehen. Ich glaube, das war der 3D-Drucker. Ja, ja, hier vorne ist der Eingang, oder? Ja. Da drüben. Ja, dann lass uns mal zum nächsten Ding gehen. Der Lebensmittelbunker war, glaube ich, der bei da, wo Calvin gerade ist. Warum auch immer Calvin da hinten ist. Keine Ahnung, was der da macht. Und das eine Ausrufezeichen sollte eigentlich weg sein. Das ist der hängende Typ gewesen, rechts von uns jetzt. Wenn wir geradeaus gehen, rechts von uns hinten ist der Typ, der gehangen hat. Und ich glaube, an dem Fluss da vorne war auch was, was wir ausbuddeln mussten. Und das Ausrufezeichen, da mussten wir auch buddeln. Das war das Grab. Dann buddeln wir die beiden Sachen mal aus. Hallo. Die Nachbarn sehen aber wieder sehr unfreundlich aus. Der hat eine Fleischrüstung an? Sah aus wie du. Sieht aus, als wenn der Motorradhelm auf hat. Vielleicht hat er einen Motorradunfall und das ist deswegen so wütend. Wie auf der Insel. Brumm, 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 gegen den Baum gefahren. Das passiert schon mal, ne? Wenn man Waldmotorrad fährt. Willst du damit sagen, er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht? Mhm, das will ich sagen, genau. So, an diesem großen Fluss ist, glaube ich, auch nochmal ein großes Kannibalencamp. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht wieder durchlaufen. Das haben wir eine ganze Bandage hinter uns her. Also. Oh mein Gott. Gelaufen muss man wieder die Riesen hinterher und so. Gar keinen Bock auf die. Oh mein Gott. Scheiß Kannibalen, ey. Ist aber ganz schön weit hinter mir, wa? Mhm. Bist nicht mehr so ausdauernd, wa? Ne. Ne, Raum hat einfach keine Ausdauer mehr. Ne. Und selbst wenn die hierher kämen und sowas, dann würde ich die einfach blockieren und gut ist. Ich ignoriere den dann einfach. Da mache ich keinen Hehl draus. Und im schlimmsten Fall mache ich einfach den Follower-Only-Mode rein und gut ist. Also. Hab komische Geräusche hier gerade gehabt.
hier irgendwas in der Nähe, was komisch ist, wo man darauf hingewiesen werden sollte? Keine Ahnung. Ich glaube, man kann das Spiel übrigens in 15 Minuten durchspielen. Das ist schneller, als man Forest durchspielen kann. Also schneller als der schnellste Speedrun von Joe Forest. Wenn man wohl irgendwie in diesen letzten Bunker des Spiels oder so, da kann man einfach schon rein von Anfang an oder so. Auch ohne Schaufel und so. Weird, ne? Da kannst du das Spiel einfach beenden dort. Weiß man, also nur weil man nicht weiß, wo der ist, oder ist das einfach... Ja, ich glaube, weil man nicht weiß, wo der ist. Also, du kriegst ihn nicht markiert auf der Karte, glaube ich. Das ist nicht dieses Punkte-Ding, sondern das kriegst du, glaube ich, erst markiert, wenn du die genug Hinweise hast oder so. Denke ich mal. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich habe, wie gesagt, nicht das komplette Spiel gesehen. Ich habe nur die Endcutscene gesehen und Meinung gelesen. Mehr habe ich nicht gesehen. Und das, ich wusste halt, dass wir den Reprieve und das... dieses Haken-Ding da mit den Seilen, dass wir das brauchen. Ich wusste aber auch nicht, wo die sind. Also der Rebriefer, also der Tauchanzug, das wusste ich, weil ich das im Solo-Spiel gefunden habe, weil ich in diese Höhle einmal reingegangen bin mit Solo. Das wusste ich tatsächlich, mit dem Hai, das wusste ich ja auch alles, aber das war auch selbst erfahren. War nicht gespoilert. Und ich finde auch, das Ende gesehen zu haben, das verrät ja auch nichts über das Spiel, wenn ich ehrlich bin. Weil irgendwie scheint, also das Spiel ist komisch. Ihr werdet es selber sehen, wenn wir irgendwann am Ende sind. Erstmal will ich jetzt endlich mal die Schaufel auspacken und endlich mal was ausbuddeln. Hier. Ah ne, das war das Lebensmittelding. Oder? Ich glaube ja. Ah, dann lass uns mal zum Ausrufezeichen also hier, gehen. Also hier waren wir schon, hier brauchten wir eine Keycard. Ja. Wir brauchen an vielen Orten eine Keycard. Auch bei dem 3D-Drucker gab es eine Keycard. Es gibt in jedem Bunker irgendwie eine Keycard. Nur wir haben noch keine einzige Keycard, deswegen. Gehen wir zum Grab. Das Grab wird dich freuen, Hom. Ich weiß nämlich, was man im Grab findet. Eine Sache weiß ich davon. Ich pack schon mal die Schaufel aus. Wo ist sie? Da ist sie. Oh ja, warte. Ich helfe dir. Wo ist die? Rechts. Rechts? Ja, einfach gerade rechts. Kann man mit der Schaufel auch... Ja, man kann mit der Schaufel angreifen. Ja, die sieht auch aus wie so eine taktische Schaufel. Die hat an der Seite halt auch eine Säge und so eine Art Flaschendosenöffner. Ja, jetzt wäre cool, wenn man Bretter damit machen könnte, ne? So zum Hacken, ne? Ja. Und sägen, ja, das wäre schön. Da vorne sind wieder Gegner. Vielleicht muss ich gleich doch nochmal wechseln. Oder ist das, weil das ein Camp von denen ist? Alles ist ein Camp von denen. Ignorieren wir das Camp einfach. Da buddeln wir mal unseren Freund jetzt endlich aus. Weißt du, was ich komisch finde beim Laufen gerade? Die Schaufel ist komplett fix bei mir. Die bewegt sich kein Millimeter. Meine linke Hand bewegt sich so ein bisschen, aber die Schaufel ist fest ange... Ich halte die auch zwischen meinen Beinen. Ganz, ich halte die wie mein Penis, wenn ich runtergucke. Guck mal runter. Oh ja, tatsächlich. Das ist echt komisch. So hält man eine Schaufel, liebe Leute. Wie der Schlongdong. So lang ist mein Schlongdong. Ah. Weird. Komisches Spiel, ja. Werden wir verfolgt? Ich glaube zumindest, dass ich weiß, was man hier ausbuddelt. Ich bin mir nicht 100% sicher gerade. Ich möchte revidieren, dass du dich freust, weil ich weiß es nicht. Und das hier war. Ich weiß, dass man irgendwo was ausbuddelt, was dich freuen wird, das weiß ich. Na, bin ich ja gespannt. Ah, ja, die Schrotflinte. Und ein Funkgerät. Das war dieser GPS-Peilsender. Wir haben jetzt einen dritten. Aber sonst war es das, ne? Sonst ist hier nichts mehr. Oh. Der hat einen Baum zerstört. Der war ganz schön wütend. Da liegen jetzt sogar Loks auf dem Boden. Sonst ist hier nichts. Und der tote Kollege, okay. Ja. Keine taktische Weste, kein gar nichts. Na gut. Dann auch zum nächsten Punkt. Wir laufen ja hier einfach Speedrun durch.
Ich rüste übrigens mal ganz kurz die Axt aus. So. Im Fall, dass ich mal irgendwas angreifen muss. Lustig ist übrigens, wir müssen so, bevor wir das Spiel beenden, noch Virginia auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Basis bauen. Wir müssen Virginia noch befreunden. Das weiß ich ja auch schon, das habe ich auch schon so erlebt. Ah! Es gibt aber wohl mehrere Gräber in dem Spiel. Keine Ahnung, ob man da auch überall buddeln kann. Das habe ich noch nicht erfahren. Stand nicht im Reiseführer rum. Sind die markiert oder muss man die so finden? Nee, die muss man so finden. Auf dieser riesigen Insel. Ah, es geht bestimmt. Ja. Was ich demnächst mal ausprobieren möchte auch noch ist, wenn man anfängt irgendwas zu bauen in einem Kannibalencamp, ob dann immer diese Gegner aus dem Boden spawnen. Und das einfach nur verhindern soll, dass man in Kannibalencamps was baut. Was gab hier im ersten Teil, haben Leute in Kannibalencamps Sachen gebaut. Da ging das ja noch. Da haben die ihre Basis einfach im Kannibalencamp gebaut. Ah, Calvin läuft in unsere Richtung, immerhin. Ich wollte gerade fragen, wie weiß der, wo wir sind, aber der hat bestimmt auch ein GPS-Gerät. Klar, ich meine, der ist ja nur taub. Also, ja. Der ist ja nicht geistig. Ja, nee, der ist nicht dumm. Nee. Da sieht auch gar kein bisschen dumm aus. Schön ist, jetzt können wir einfach über den See laufen. Wusstest du, dass ich im echten Leben traum, was ich gerade mache? Achso, soll ich auf so einem See drüber laufen und dann springen? Also habe ich schon gemacht, aber ich war mir auch sicher, dass der See gefroren ist. Na gut. Wenn der nicht besonders tief ist, kann es auch sicher sein, dass der komplett durchgefroren ist, aber... Hast du diese Geräusche auch? Welche Geräusche? Ja, so komische Reverb... Ganz komische Geräusche. Na, sie sind auf jeden Fall ausgeschlagen, das bilde sie mir nicht ein. Vielleicht wird man doch wahnsinnig, wenn man Menschen vielleicht die ganze Zeit isst. Vielleicht ist das der Wahnsinn, der mich langsam einheimfällt. Das finde ich halt bei DayZ ganz geil, ne? Wenn du da Menschenfleisch isst, dann wird dein Charakter halt irgendwann wahnsinnig. Mhm. Und fängt dann halt die ganze Zeit an, so unkontrolliert zu lachen. Ja. Wäre lustig, wenn man also Halluzinationen und sowas auch bekommen würde in dem Spiel, ne? Wenn man die ganze Zeit Menschenfleisch isst. Wenn man seine Familie neben einem Baum sieht, die ja rutscht der hinter in den Baum und dann ist er weg. Ganz viele kleine Halluzinationen, die dich einfach erschrecken, wenn du die ganze Zeit Menschenfleisch isst. So ein bisschen Insanity wie bei Eternal Darkness. Kennst du Eternal Darkness? Oh, grandioses Spiel war das damals, echt. Heute funktioniert das nicht mehr so gut, aber damals war das echt. Damals war es geil, ja. Ja. Es hat wie mit Metal Gear Solid 1, das funktioniert heute auch nicht mehr so gut mit dem, wo das Spiel dann ausgeht und dann Hideo steht. Du denkst, hä? So sah das damals aus, meine lieben Kinder. Wenn das Source gewechselt wurde an einem Fernseher. Oder der Source weg war, dann stand da Video 1 und dann war einfach schwarzes Bild und kurzer Texteinblendung Video 1. Heute hat man das ja alles schön in Boxen mit schöner Font und allem. Früher war das alles noch ein bisschen, naja. Früher sah das vor allem überall auch gleich aus, ne? In jedem Fernseher. Das sah absolut gleich aus, die Schrift. Wie so ein Standard. Ach ja. Und da wurde man halt echt verarscht. Man dachte in dem Moment echt, das Spiel ist abgestürzt. So, hier kann man jetzt buddeln, ne? Da, eine Luke.
wie auf deiner Schaufel auch einfach gar nichts drauf ist. So, rein da. Maintenance A. Was stand da drauf? Also ich habe nur Maintenance A. Also Wartung A. Ich glaube, hier könnten dann jetzt wirklich Gegner drin sein. Weil es ja quasi Midgame ist jetzt. Hier sind Batterien! Ja, ich denk's auch gerade, Alter, mega geil. Endlich. Ich lade mal die Taschenlampe nach. Ich möchte mal ganz kurz ausprobieren, ob ich auf die Pistole die Lampe drauf kriege. Aber nicht mit die. Achso, ja, okay. Aber was für Waffen kann man denn? Steht das Rezept da? Nö. Keine Rezepte. Auch mit dem Licht nur nicht. Also. Aber sag mal, wo ist denn jetzt die Schrotflinte, die wir gefunden haben? In dem anderen Waffenkoffer. Koffer. Ja. Wie Schrotmunition habe ich? Flinten auf Geschoss. 14. Schrotkugeln. 25. 25. Rund 50 Schrotkugeln habe ich. Okay, auf geht's. Der Mann mit der Pumpgun. Kann man auf die Pumpgun das Licht drauf machen? Das wäre Hammer. Nee, habe ich gerade geguckt. Ja, ich nehme die Pumpgun auf jeden Fall für hier. Du kannst in der Flinte, wenn du mit der Shotgun nach unten guckst, kannst du wechseln zwischen Flintenlaufgeschoss und Schrotkugel. Ja, ich habe ja dann über 60, 70 Schuss. Das sollte ja wohl reichen, um ein paar Kannibalen zu töten. Hier ist nochmal 9mm Munition. Soll zumindest genug Schuss sein, dass ich mal mit der Schrot hier durchlaufen kann. Und jetzt nicht darauf angewiesen bin, mit einer Axt überall rumzuhämmern. Die Musik. Hier ist Klebeband. Hier ist noch was zu essen. Energy Drink. Das Spiel hat sich gerade sehr verändert. Ich sehe Schatten da vorne. Lass uns erstmal hier reingehen. Ey, Kühlschrank. Nice. Rohes Fleisch. Oh, Cornflakes. Nice. Ey, ich kann nicht mehr raus wegen dir. Nice. Sperr's mich erstmal ein. So einer bist du also. Hier ist ein E-Mail. Laser, wie sie collected. This after moon, it was discovered that the painting from Mr. Puffin's personal collection has gone missing. If anyone has any information, please talk to me directly, Hank. Achso, die E-Mail muss ich wieder mit G wegmachen. Hier ist noch ein 3D-Drucker. Hat der andere Rezepte? Nee. Hat die gleichen Rezepte leider. Wartungsschlüsselkarte, hast du die mitgenommen? Hier ist der Keycard. Oh ja. Muss ich besser umgucken. Sonst wärst du jetzt nicht mit mir gekommen. So, Schrot wieder ausrüsten. Hast du ja auch alles wirklich durchsucht, auch am Tisch hier vorne. Also hier ist noch eine Plattencover, was man einsammeln konnte. Hallo, wer bist du denn? Ja, ich sehe ein Baby. Das ist ganz schön geflogen, das Baby. Ja, hier hinten im Bad kannst du noch was einsammeln. Huch, Fähnchenbanner. Und Tuxedo. Was kann ich denn jetzt das Laserding kombinieren? Keine Ahnung. Weiß es leider nicht. Laservorrichtung. Wahrscheinlich. Hier ist so ein Staubsaugerroboter. Ist das kaputt oder kommt die Waffe erst noch? Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, leider. Ich würde es dir gerne sagen haben, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich kann auch den 3D-Drucker nicht mehr bedienen jetzt. Na, jetzt geht's wieder. Da ist nichts Neues, nur alles das, was wir schon mal hatten. Oh, dieses Brummen hier. Oh, guck mal, nee. Ich muss da mal ganz kurz das Buch angucken, was wir gefunden haben. Das müsste unten links sein. Wie das andere Buch auch schon. Das Plattencover gibt's nochmal.
Das ist Bad Pivot. Mit Palidan. Pornographic Hologram, okay. Interessant. So, dann gucken wir noch das Buch an. Painting Banner. Sam Sound, Pendant Line, okay. Oh, vielleicht kann man da noch ein bisschen was herausfinden über dieses Buch, wenn man das nicht liest. Aber dafür bin ich jetzt nicht schnell genug, das jetzt alles zu lesen. Oh mein Gott, hast du mich gerade erschrocken. Och. Du siehst auch so fleischig aus, Mann. Das erschreckt mich einfach. So, wollen wir weiter? Ah, warte mal, ich wollte mal ganz kurz gucken, können wir mit dem Ding, was wir gefunden haben, du kannst nichts auswählen danach, ne? Es ist alles ausgegraut. Ja. Nicht mal so irgendwie Klebeband? Nö. Das ist echt komisch. Hi, Anni. Ja, das ist halt Tom Tanks, der ist einzigartig. Oh mein Gott, was ist da? Oh mein Gott, das sind Babys. In den Arsch geschossen, das Baby. Ist hier noch irgendwas anderes? Hier ist nur ein Raum, okay. Also waren das nur ein paar Babys, die hier drin sind. Ja. Oh, Druckertinte wieder. Ja, man kann natürlich jetzt extrem viele Pfeile herstellen, das dauert immer so lange mit dem 3D-Drucker, ne? Also das, because it just works. The new automatic drill will take your project to the next level. Why? Because it just works. Ja, gut. Ist auch das, was ich von einem Bohrer erwarte, oder? Dass der einfach funktioniert. Wenn er das nicht tut, dann ist das kein guter... Oh, hast du die Axt mitgenommen? Die Feuerwehr-Axt hier? Neue Axt, Baby. Man damit Bäume schneller fällen kann, das war im ersten Teil so. Wenn da weniger Ausdauer verbraucht und so. Deswegen konnte es natürlich dann schneller fällen. Der Speed ist auf jeden Fall langsamer als von der anderen, aber Schaden und Verteidigung steht das da, oder? Viel, viel höher. Ah, die Werte stehen da, okay. Ja, aber der Schaden ist ja höher, das heißt, das müsste ja eigentlich auch Bäume dann mehr Schaden machen, oder? Hi, Ela. Aber sonst ist hier nichts gewesen, ne? Ne, sieht schlecht aus. Keine weiteren Hinweise, nur das Buch, hat die eine E-Mail, die wir gefunden haben. Na gut. Die Leute für Ela zum Beispiel hier, wir waren gerade hier in diesem Bunker. Ah, dieses Bild da ist auch interessant. Was ist das denn? Aha. Ein Typ in einer goldenen Rüstung, mit einem Kopf in der Hand, mit einem Katana. Siehst du das? Ich kann dir das noch ganz kurz ausleuchten. Da. Wonderful. Ja, ne, da sehe ich mich. Da sehe ich uns beide. Ob es noch einen Katana gibt? Nicht hier, glaube ich. War das jetzt ein Spoiler, dass es eins gibt? Ich fände es witzig, wie sie einfach die Lautsprecher, wie sie hier einfach knallhart Clips kopiert haben. Selbst mit dem Schriftzug. Tja. Einfach kopieren. Ich bin so knallhart, dass der Fernseher einfach kaputt ist, damit sie sich nicht die Mühe machen müssen, ein Fernsehprogramm zu machen, weil hier ist der Strom. Kann man vielleicht hier durch diese Lüftungsschächte durchnehmen, ne? Nein. Das wirkt so komisch, weil da so Dampf rauskommt. Das sieht auch nicht so aus, als kann man da durch, als kann man sich durchsprengen. Ich würde überlegen, ob man da vielleicht eine Bombe dran packen kann oder so. Das war's scheinbar mit diesem Bunker hier. Aber wir haben eine Keycard. Was will man mehr am Leben, oder? Und den Strom abstellen? Nee. Wäre lustig gewesen. Einfach Strom abstellen. Ah, E gedrückt lassen. Ich hab Hunger und mir ist müde übrigens. Oh! Kelvin! Was hätte ich dir erschossen? Erstmal kurz einen Arm. Und den Energy Drink. Alter, wie wenig Impact kann eine einzelne Waffe bitte haben? Das ist ja richtig schwach. Ich nehme jetzt auch wieder die Axt erstmal. Ich belasse die Schrotflinte für die Bunker. Ey, das Schießen ist halt wirklich richtig lahm. Über die neue Axt. Richtig, richtig lahm. Oh, komm, du bist angegriffen. Die neue Axt macht gut Schaden. Drei Schläge, weg war er. So, dann wollen wir zum nächsten Bunker, wa? Warte, ich würde auch nochmal was essen. Das eine war der Lebensmittelbunker. Die Keycard sah aus, als wäre der an Rand rot gewesen. Ich weiß nicht, welche Keycard wohin gehört. Aber es gibt, glaube ich, mehr als eine.
Ich bin mir aber nicht sicher. Wollen wir zum Essen gehen? Ja, sind die Lebensmittel. Ja, können wir mal gucken. Vielleicht passt die da, ja. Ja, ganz. Was trinken. Ich esse auch nochmal ganz kurz eine Ration. So. Ja, wollen wir los? Jo. Nochmal beide Bunker ablaufen, gucken, ob wir irgendwo eine Tür öffnen können. Essensbunker, sowohl den 3D-Drucker-Bunker, wobei wir hier auch einen 3D-Drucker hatten. Also hier kann man auch eine coole Base bauen, hier ist direkt auch trinken. Aber ich habe so irgendwie nicht den Anreiz, eine Basis zu bauen, wenn ich ehrlich bin. Läuft doch gut bei uns. Ich finde es irgendwie schade, dass man hier einfach so das Wasser saufen kann. Ich hätte, also da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass die... Ja, du hättest eine Basis gebraucht, das stimmt. Wenn du dir Wassersammler bauen musst, dann musst du eine Basis haben. Ja, also du musst ja das Rad nicht neu erfinden und ich sage ja auch lieber gut geklaut als schlecht selbst erfunden, aber das hätten die ruhig bei Green Hell klauen können, wenn du einfach Wasser aus dem Fluss trinkst, dass du halt auch krank wirst. Ja gut, bei Green Hell hast du den Vorteil, dass es ja so ein tropisches Ding war, da wirst du ja wirklich krank, wenn du da alles im falschen Wasser trinkst. Ja, aber das hätten die ja hier auch machen können. Du weißt ja im Zweifelsfall auch nicht, was ist das hier? Hier sind ja irgendwie, also das hier mit der Insel. Ja, in den Wäldern nicht in siehst du, dass es nicht die Tropen sind. Also. Ja, aber du siehst ja, dass mit der Insel irgendwas nicht in Ordnung ist. Ne? Hier laufen ja Leute rum. Die habe ich so noch nie gesehen. Ich hätte es lustig gefunden, dass manche der Flüsse irgendwie vergiftet werden oder sowas. Und dass du das weiter oben am Fluss siehst, weil da Fässer und so sind. Wenn du daraus trinkst, dass du dann quasi Schaden nimmst. Dass du dann erstmal rausfinden musst, welche Flüsse sind gut und welche nicht. Dass du vorher erstmal den Fluss ablaufen musst, bevor du daraus trinken kannst. Wenn du nicht weißt, ist da vielleicht wieder irgendwas vergiftet oder so. Aber das ist halt alles nicht drin im Spiel. Ich habe ja gesagt, ich hätte das, sowas hätte ich halt erwartet. So Dinge, so clevere Ideen, so coole Sachen. Aber das ist halt alles irgendwie nicht drin in dem Spiel. Das enttäuscht mich halt so ein bisschen. Das ist Forest 1. Mit weniger. Ja, ich finde, der Survival-Aspekt ist halt echt wenig. Ja. Also. Ja, wir überleben ja gerade easy. Wir gehen jetzt vom Bunker zum Bunker. Überall sind Lebensmittel, überall ist Trinken. Das ist keine Ausrede, Ani. Nicht nachdem die gesagt haben, dass das Spiel vollständig released wird. Und dann 2 Wochen vor Release kommen sie an mit Early Access. Das Spiel ist vollständig. Die Story ist auch, soweit ich weiß, vollständig. Und die macht nicht so wirklich Sinn. Also ich weiß jetzt mittlerweile, was die Interpretation der Story ist mit allen E-Mails, habe ich auch schon gelesen. Aber selbst dann ist es halt echt eine Meh-Story, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte, ja gut, aber naja, ich fand die im ersten noch besser. Im ersten war die zwar auch nicht toll, aber da war sie noch ein bisschen besser als hier. Wenn wir am Ende sind, erkläre ich das einmal ganz kurz. Ja, aber beim ersten Forest brauchtest du die Base ja schon noch, ne? Für Wasser sammeln und alle Sachen. Hier. Weiß ich nicht. Wir laufen jetzt seit Ewigkeiten ohne Base rum, weil... Oh. Da war wohl ein Kannibale vor dem Tor hier. Dann schauen wir mal, ob die Keycard hier funktioniert, ne? Also wenn die das wirklich als Early Access hier richtig machen und noch richtig erweitern das Spiel, so wie das im ersten Teil gemacht haben, dann bin ich voll dabei, dann. All Kudos zusammen. Also ich hoffe es wirklich, dass sie da nochmal wirklich viel, viel Zeit hier investieren. Die haben ja auch genug Geld gemacht, seien wir mal ehrlich, die haben 60 Millionen Euro gemacht mit dem Spiel, in den ersten Tag. Und die haben 2 Millionen Einheiten verkauft. Zu 30 Euro. Weil Reseller gab es ja nicht. Weil das Spiel ja wirklich an dem Tag released ist. So, die haben 60 Millionen, minus 30%, minus Steuern, je nachdem, natürlich, du gibst ja auch dein Geld aus, ne, Lohnkosten etc. Das kannst du dann so nicht mal von der Steuer so abziehen. Also kannst du nicht sagen, dass es dann 40% Steuer darauf nochmal sind, ne? Weil wenn du damit Löhne bezahlst und so, dann geht das ja auch wieder in Lohnkosten. So, aber dann hast du 40 Millionen hast du erstmal übrig. Nur, dass du das einfach schon öffnest, ohne dass ich dabei bin, Hom. Bin sehr stolz auf dich. Was? Das ist doch nur eine Tür. Das ist doch nur eine Tür. Das ist eine der wichtigsten Türen überhaupt, Hom. Die Kika-Türen. Was hast du denn da gerade von den Bäumen gepflückt? Gar nichts. Hä? Ich hab die nur berührt. Blühende Bäume, du bist da lang gelaufen, jetzt sind es nur noch Äste. Ich hab die nur berührt. Warte mal, passiert das auch, wenn ich hier drauf gehe? Nö. Ah, jetzt wachsen sie wieder nach, die ersten zwei. Guck mal, jetzt gehe ich mal. Das wird automatisch geerntet, kann das sein? Das ist so Minecraft-Dings hier farmen. Baumfarm. Aber nur, wenn du rangehst. Hä? Ja. Aber wenn man wieder weiter weggeht, das LOD ist falsch. Wenn man weiter weggeht, sind die wieder da.
Wenn wir wieder näher rangehen, sind die weg. Das ist ganz komisch. So, lass mal hier hinten gucken. Ich höre irgendwas Matschiges. Oh. Ich sehe sogar was Matschiges. Das nennt sich Babys. Sind die Bäume auch so? Ja, die Bäume sind hier auch so. Hast du in dem Raum irgendwas gesehen? Nee, ne? Nö. Das Baby ist am Verrecken gewesen. Ii. Was? Muschi Klaus. Aber recht schnell angesprintet hier. Zwei Schüsse, war er tot. Die Schrotung ist doch ganz gut. Du hast einmal geschossen, ich habe einmal geschossen. Tot ja. War er. Hier ist was zu essen. Energiemischung plus. Und eine Armbrust. Die Armbrust. Nice. Geil. Also siehst du, jetzt kriegen wir nach und nach alle Items. Das ist es halt jetzt einfach nur noch. Ein bisschen schade, oder? Keine Höhlen erforschen, wir nur noch durch Bunker laufen. Bunker sind auch cool, aber... Ich weiß nicht, fandst du, das war das Stärkste am Spiel von Forest, wo es da auf einmal in den Bunker ging und sowas? Ab da wirkte das Spiel für mich irgendwie so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Ein Bunker hat nicht mehr viel mit Survival zu tun, ne? Weißt du, was ich meine? So? Was machst du? Ich kombiniere gerade die Armbrust. Mit was? Achso, mit dem Laservisier. Geht das jetzt, oder was? Ja, mit dem Laservisier und der Taschenlampe. Wo ist denn die Armbrust? Wo ist die denn? Ah, da. Da geht nur eins von beiden, ne? Ja. Kannst du wieder zerlegen dann? Oder hast du jetzt beides drauf? Bei mir ist nur eins drauf. Bei mir ist beides drauf. Zerlegen. Ich glaube, Laser ist geiler, ne? Wie? Hä? Achso, du kannst nur eins auf einmal drauf machen, ne? Oder kannst du beide gleichzeitig drauf machen? Nö, also du kannst beides in die Mitte packen und sagen, kombinieren, dann baut er beides in einer Animation auch an, aber es funktioniert halt nur das eine. Aber das, sag mal schnell, das Laservisier ist auch völlig broken, weil du siehst den Laserstrahl nicht, wenn du anvisierst. Achso, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, visier mal an mit dem Ding. Du siehst den nicht, weil ich mach das Licht drauf. Passt schon. Das, okay, das ist halt bescheuert, weil die Kameraperspektive, die sitzt so, dass du quasi durch das Scope guckst, aber dadurch siehst du nicht, wo der Laserstrahl endet. Hm. Aber das Scope selber hat halt auch keine Funktion. Das ist. Ja, ich geh irgendwie gönn weiter, oder? Ja, ich mach auch nochmal die Taschenlampe drauf, das ist echt bescheuert. Also hier wird die Nahrung produziert für die Leute, die in den Bunkeranlagen sind. Aber Leute, was hier noch so passiert im Bunker, das erfahren wir erst im nächsten Part. Ich muss die Parts wieder ein bisschen kürzer machen. Wir hatten einen 50-Minuten-Part letztes Mal. Bis dahin haltet die Ohren steif. Nein, lauf doch nicht vor, Hom! Verabschiedung! Alter Mann, du bist auch ein alter Mann übrigens, genau wie ich. Ja. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin haltet die Ohren steif. Während Hom so, naja, verführerisch guckt. Und macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Hom-Tings und euer Potato-Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss! Tschüss!